Beim Fleischer ging es just so zu. Gesell und Bursche lag in Ruh. Indessen kamen die Männlein her und hackten das Schwein wie kreuz und quer. Das ging so geschwind wie die Mühl im Wind. Die klappten mit Beilen, die schnitzten an Speilen, die spülten, die wühlten und mengten und mischten, die stopften und wischten. Tat der Gesell die Augen auf. Wapp, hing die Wurst da schon im Ausverkauf.